Moin, meine Kampfkumpel-Zwerge und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Crowned, ihr Lieben. Es ist schon eine ganze Weile her, dass wir das letzte Mal Crowned gestartet haben. Ich glaube, die letzte Folge hatten wir im Dezember. Ich glaube, 2 Wochen vor Jahresanfang. Dazwischen kam ja meine Corona-Erkältung und dann hat mein alter Rechner den Geist aufgegeben. Jetzt habe ich den neuen Rechner und so langsam allmählich möchte ich dann wieder anfangen, Boris wollte ich schon gerade sagen, Crowned wieder zu spielen. Die beiden Mädels sind heute mal nicht dabei, aber die sollten in den nächsten Tagen wieder mit dabei sein und Unsinn machen. Sehr viel Unsinn. Und ich muss auch erstmal schauen, wo wir genau das letzte Mal stehen geblieben sind. Ich weiß noch, dass wir im Gasgebiet waren und da mal eine Runde geschaut haben. Ich müsste mal gucken, denn wir müssen noch... Stimmt. Wir müssen mal in die Höhle der roten Ameisen hin. Und da mal eine Runde schauen, was wir da anstellen können. Und die Kali kräht hier wieder mal eine Runde. Und das gute Ding, da waren wir auch noch nicht. Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Das müssten wir per Zufall schauen. Irgendwo hier. Ihr könnt mir nicht... Das Gasgebiet ist doch eine Runde gewandert. Nee, oder? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir irgendwo hier hin. In die Richtung. Da müsste es eigentlich sein. Eigentlich. Ich bin ganz schön schnell dran. Ach nee, das ist das Ding. Okay, hab nichts weiter gesagt. Wir brauchen erstmal die... Oh, Saft. Die Ameiseneier. Ich hätte vielleicht... ich hätte mal schauen sollen, ob wir diese explosiven Teile haben. Ich glaube, das mache ich noch. Denn die Ameiseneier, die explodieren sehr gerne nach einer Weile. Das bedeutet... Nichts mit Eiern. Nichts mit Bomben und... umsonst auf jeden Fall. Und da oben müssen wir noch hin. Wir müssen noch so einiges machen. Das Heckenlabor, glaube ich, waren wir auch noch nicht. Also wir waren da schon drin, aber irgendwas haben wir da vergessen. Irgendwas war da. Ganz dunkel kann ich mich noch dran erinnern. So. Lasset mich mal schauen. Das Einfachste ist, ja, wir haben 2 Stück. Das bedeutet, nur noch die Eier müssen wir holen. Habe ich eine Gasmaske dabei, vorsichtshalber? Der Tyrannosaurus Rex ist wieder da. Oh Gott. Ja, ich nehme mal noch eine Runde Maske. Vorsichtshalber. Oh je. Hier können wir das schon mal so ein bisschen vorbereiten, dass wir 1, 2 Bomben machen und dann in das Nebellabor das nächste Mal mit den beiden Mädels reingehen können. Oder ich werde vorher gefressen. Könnte auch möglich sein. Ich vermisse immer noch die alte Base, die wir hatten. Die war so schön. Hä? Ist das Saft? Oh. Oh. Das geht? Ach, ich glaube, ich habe die weggeschossen. Oh Gott, kleine süße Spinnen. Klein, ja, süß, eher weniger.
Habe ich eigentlich? Habe ich nicht. Ich hoffe, mir kommt jetzt keine Vogelspinne entgegen. Ah! Ja! Essen besorgt! Marienkäfer, unser Erzfeind. Oh Gott, nein, 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 nein. Doch, ich gehe doch nicht da durch. Oh Gott, ich höre schon von Weitem. Ich bin definitiv gleich tot, wenn ich... Oh Gott, das wird... Heilung habe ich 5 Stück noch. Gut, ja, hier wird es nicht sein. Ich muss... zu den trockenen Grasen hier. Da vor uns ist es doch. Sollte ich auch voll selber mitnehmen. Oh nein, nicht diese kleinen Drecksviecher. Bitte frisst mich nicht! Da hinten müsste es sein. Ich weiß auch nicht, aber irgendwie scheint mir die Karte wirklich ein bisschen verrutscht zu sein. Alter, diese... Wo bist du? Ich hau dir eine... Dieser Hassfaktor. Was ist ein... Marienkäfer, okay. Ich hätte das letzte Mal vielleicht eine Markierung dahin packen müssen. There's another aphid. Ja, die lassen wir mal ausnahmsweise leben. Hallo? Hast du Schwein? Da sind sie. Bam! Alley hoops, bringing the light. Schnell rein! Hallo? Keine Zeit. Geh doch mal. Hier sind aber viele unterwegs. Hallöchen, ich klaue ein paar Kinder von euch. Die braucht ihr doch nicht. Schwere Erziehung, sag ich euch. Hallo, aua. Alter, aus! Ecken! Tanz! Das reicht mir! Wo geht's denn hier raus? Ach, hier. Das ist eine Arbeiterklasse. Fress mich nicht! Fress mich nicht! Halli! Hallo! Hallöchen! Ich bin nur auf dem Durchweg. Ich habe so viele jetzt gefunden, aber ich habe keine explosiven Teile. Hallo? Oh Gottchen! Marienkäfer!
Ich hab's. Oh Gott, das ist weh. Die Ausbeute war im Gegensatz zum letzten Mal, zum ersten Durchgang, ziemlich gut. Also Respekt und oh Gott. Respektmäßig nicht sterben, bitte. Die Armen, die haben jetzt keinen Nachwuchs mehr. Die werden jetzt zu Bomben gemacht. So. Mein Gott, die Stamina. Sehr schön. Das bedeutet, wir können dann ins Gasgebiet das Labor schon mal aufspringen. Müsste mich irgendwas von der Seite fressen wollen. So eine dicke, fette Vogelspinne einhab's und ich bin weg. Ups. Nein, 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 komm schon. Ich muss die gute Ware nach Hause bringen. Guck mal, es freut sich da unten. Irgendwas hat Hunger. Kann man die vielleicht irgendwie einfrieren, die? Oh mein Gott, ich kann mehr machen. Hier ist ja noch mehr. Oh mein Gott. Ich habe Bomben. Ich weiß nicht, ob ich mich darüber so freuen sollte. Zurück. Lasset mal schauen, mein Inventar. Ah, sind sieben. Oh Gott, ich wollte gerade sagen, ich habe nur eine Bombe erhalten. Eine Sache stört mich. Ich wollte gerade echt sagen, eine Bombe? Ja, ein bisschen mal besser hinschauen. Dann können wir auch den Weg nach oben freisprengen. Dann, wie gesagt, das Labor hatten wir. Da können wir auch nochmal hin. So, ich mache das eine Regal fertig. Das stört ja förmlich. Die Kalli, ey. Das gerupfte Huhn. Ja, so schreit die Kalli auch immer. Ist ja gut da oben. Und der Dino gleich unten dazu. Hallo? Was? Hä? Gut, kommt. Die drei Dinger können wir noch holen. Die werden wir auch machen. Ich meine, gut sieht's ja auch schon aus, ne? Oh, dann können wir endlich da oben hin. Das wird schön. Ich habe Angst vor die Sand, vor dem Sandgebiet. Vor dem Sandkasten. Aha. Das Ding war eklig. Ich überlege gerade, ob wir schon mal das Labor freispringen. Aber wie gesagt, ich würde gerne mit den beiden Mädels dahin. Da ist das Gequietschte definitiv für. Und ja, ich sollte sie ins Gaslabor mitnehmen, denn da bin ich sehr oft gestorben. Oh nein, Beutelchen wird sterben. Vielleicht sollte ich das doch lieber alleine machen.
Nahrung hatte ich oben gemacht, glaube ich. Ja. So, trinken. Hydration is the key to performance. Dann frage ich mich, wie komme ich an dieses eine Teil im Teich hin? Hier. Genau da, wo die Äste eigentlich sind. Sollte ich mal gucken und ausprobieren? Ich meine, ich speichere natürlich vorher. Vielleicht hätte ich vorher meine Sachen holen sollen. Ein kleiner Augenblick. Es geht gleich spannend weiter. So. Safety first. Nein. Gut. Gucken wir einmal. Irgendwo da hinten bei den Ästen. Da müsste es sein. Mann, der wurde gerade ein bisschen tiefer. Huch! How many aphids is that? Viele, damit wir überleben. Dieses eine Teil. Dann hätten wir das ja hier soweit. Verdammte Axt. Gleich sterbe ich. Das will ich nicht. Ich müsste... Was macht der denn da oben? Fischi! Das kenne ich, oder? Ich glaube, hier sind wir bei der Glaskuppel. Yep. Wie bin ich denn hierher gekommen? Wie bekomme ich das Teil? Also meine Vermutung ist ja wirklich... Jetzt muss ich mich kurz orientieren. In die Richtung. Oder irgendwo in eine Wand oder so. Irgendwo hier. Kleine, miserable, kleine Mistspinne. Die schläft nur.
Hoffe ich. Ist hier irgendwas? Nein. Mein Gott, die hat Gefallen an mir. Hi. Fischi. Wo? Oh, Gottes Willen. Mein Gott, hast du keine Freunde oder so? Du belästigen kannst. Ich meine, man hat ja drunter geschrieben, dass es nur per Zufall gesehen wurde. Science. Na ja, bisschen Bewegung. Flüsse hier im Meer, im Wasser. Oh, ihr wisst, was ich meine. Ich weiß, dass wir beim ersten Durchgang das hatten. Und ich glaube, das lag einfach nur so im Wasser, ne? Oh Gott, ich glaube, der hängt einfach nur fest. Doof gelaufen. Also, meine Lieben, wer mir sagen kann oder wer weiß, wie ich an dieses eine Teil, an diesen einen Chip hier rankomme, lass es mich bitte wissen. Ich glaube, ich finde gerade nicht... Weg hierzu. Oh, das war knapp. Uiuiuiui. Es soll irgendwo hier sein. Ich bin direkt darüber. Irgendwo im Feldspalt? Hängen geblieben. Hoch, hoch, komm. Fischi ist stecken geblieben. Und das ist das eins. Das Einzige, was mir momentan noch fehlt.
Luft. Geht weg. Blub. Mein Gott, erschreck mich doch nicht so, Kumpelblase. Ich schwimme wie Ariel eine Runde durchs Wasser und lass mich auch noch fressen von kleinen Posten. Ah. Hey. Na komm. Hier soll es sein. Irgendwo. Ich kapier das nicht. Ah, oh, leck mich doch am Arsch. Habe ich nicht irgendwas zwischen den Ästen mal entdeckt? Damals in der... Du willst mich doch ver... Die hat definitiv Geschmack und Gefallen an mir gefunden. Die weiß, was ihr gut tut. Was? Ja, locker bleiben. Oh Gott, ich hoffe, der Sprung klappt. Geil, ich habe kein Wasser mehr. Gut, ab ins Bettchen mit uns. Besser gesagt, was trinken. Ich weiß nicht, wo dieses eine Teil hier ist. Ich meine, damals in der ersten Staffel hatten wir alles gefunden. Im Teich. Feeling refreshed. Das war ja nicht das Problem. Bleibt da eigentlich nur noch unter der Erde. Vielleicht sollte ich erstmal was essen. Fragen über Fragen. So, ich gucke mal, ob ich noch ein bisschen was zu essen bekomme. Oh, da unten. Ob ich hier irgendwo eine kleine Laus finde. Kommt. Ich muss zwei Mädels durchfüttern. Die fressen mir schon die Haare vom Kopf. Da kam Tropfen raus. Hätte ja klappen können. Sorry, falscher Knopf.
beziehungsweise sehr viele Knöpfe gedrückt und eines war doof. Friedlich hier. Dann kommt eine Heli und tötet alle. Ich habe das Vieh da unten gesehen. Verdammt. Verdammt. Hä? Hallo, Pfeil? Du kommst mit? Wegrennen geht es nicht. Kommt ihr einfach hinter mir. So. Das Vieh rennt vor allem weg. Kleiner Feigling. Hey, warte mal. Wir wollen Freunde sein. Kleiner Augenblick. Geht gleich spannend weiter. Ist nicht wahr. Hallo? Wo sind meine beiden Teile? Oh, ist nicht dein Ernst. Da hängen sie echt da oben. Perfekt. Wie viel habe ich? Okay. Warum mache ich hier noch eigentlich? Mit den Teilen eigentlich noch rum. Naja. Schön. Dann habe ich wenigstens ein bisschen Essen. Wenn die Schnarschnasen wieder dazukommen. So, eins kann ich noch mitnehmen. Ich würde mich verstecken, ihr Läuse. Eins kann ich noch. Achso, ich dachte, da steht gerade irgendwas Gebautes von uns da. Ich glaube, die verstecken sich jetzt wirklich. Hast du Schwein? Drehst du dich denn auch um, dummes Ding? Ah, da ist ja noch eins. Dich lasse ich leben. Sucht den Partner, vermehrt euch, damit wir genug Essen haben. Nee, ich kann... Einfach nur, weil du mir gerade auf den Sack gehst. I've had worse, I guess. Gut. Ich habe Nahrung. Wow, ich habe gejagt. Boah. Gut, Fischi hängt da hinten immer noch. Finde ich sehr gut.
So. Das kann ich einmal reinpacken und das kann ich reinpacken. Haben wir viele Schaufeln? Warum haben wir... Ja, ich wollte mal gucken, wie stark das ist. Ich drücke gerade B, aber irgendwie geht das nicht. Gut. Meine Lieben, dann würde ich das hier erstmal braten und mich für heute verabschieden. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.